Hallo Fallout-Freunde, willkommen bei Fallout New Vegas mit mir, dem Garyu, in einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind hier weiterhin im Sierra Madre und an der Stelle, wo ich euch versprochen habe, wo wir das letzte Mal auch waren. Hier ist weiterhin das Gas, was uns tötet, sobald wir drin sind. Das ist gemein. So, ich mache jetzt am besten hier mal einen Schnellspeicherstand, obwohl wir haben eigentlich einen normalen. So, und ich muss jetzt hier irgendwie durch, ohne Schaden zu nehmen. Shit, hier ist irgendwo noch einer. Also das haben wir ja das letzte Mal das Gleiche. Genau das Gleiche, dass wir hier irgendwie mehrere von diesen blödsinnigen Lautsprechern haben. Okay. Also. Und anscheinend ist es der da drüben nicht. Vielleicht sollten wir einfach durchrennen und, ohne Rücksicht auf Verluste. Scheiße. Okay, also irgendwas ist hier definitiv im Argen. Hier piept es überall. Wir machen einfach mal Folgendes. Ich mache jetzt diesen ersten Lautsprecher, den mache ich kaputt und dann hau ich ab. So. Und wieder zurück. So. Okay. Wir hören. Das Halsband hat aufgehört hier zu piepsen. Wir wollen aber trotzdem weiter. So, es fängt wieder an. Shit, ich sehe nichts. Wir müssen schnellstens zurück. Puh. Okay. Backstage-Tür. Fuck, wie kommen hier weiter? Ich weiß es nicht. Und hier können wir wahrscheinlich auch nicht raus, weil das sind die blöden Hologramme. Wie kommen wir hier weiter? Das ist doch Kacke. Vielleicht muss ich an das Terminal, das da ist. Muss ich vielleicht ran, um dann alles abzuschalten. So was, wir machen hier einen Schnellspeicherungspunkt. Und dann probiere ich das mal. So. So, Hintergrundsteuerungsmusik. Hintergrundmusiksystem abschalten. Statusbericht. Audio inaktiv. Ach fuck, ey, was soll denn das? Die Musik ist abgeschaltet. Wir können die Musik abschalten, aber dann explodieren wir sofort. Okay, wir kommen hier. Wo ist denn unser Questpfeil auf der lokalen Karte? Der ist ganz woanders. Na, wir müssen hier gar nicht hin. Haha. falsche Richtung. Also raus hier. Hallo, ihr Hologramme. Raus hier. Ich komme hier nicht raus. Scheiße. Warum haben die die Hände auf dem Kopf? Ach, die spähen. Oder was? Das ist ja dämlich. Okay, was? Also, Hintergrundmusik ausschalten bringt irgendwie auch nichts. Die Lautsprecher da oben kann ich auch nicht ausschalten. Komme ich hier denn irgendwie wieder raus? Ich soll hier hinten, soll ich raus, okay. Nein. Ach, da oben. Ach, fuck. Okay, hier kann ich überall nirgends raus. Das ist doch Kacke. Was soll denn das? Ich jetzt hier gefangen oder was? Blöden Hologramme. Kaputte Sprechanlage, na klasse. Kann ich die irgendwie umgehen, dass ich hier. Probieren wir es. Wir haben einen Schnellspeicherungspunkt. Fuck. Diese Scheiß-Hologramme. Ich bin doch überhaupt nicht da. Fick dich, Alter. Boah, die machen Schaden ohne Ende. Wie war das? Man kann sie nicht verletzen.
Hilfsmittel. Verstrahlter Scotch. Warum kriegen, haben wir einen verstrahlten Scotch dabei? Ich weiß es nicht. Kann uns theoretisch jetzt zusaufen. Blöde Hologramme, ey. Wie lautet denn unsere Aufgabe im Genauen? Die Bestie erledigen. Holen Sie den Notausgangsschlüssel zur Cantina Madrid-Küche zurück. Da oben ist aber verschlossen, da brauchen wir einen Schlüssel. Weltkarte. Lokale Karte. Also da oben müssen wir hin, da kommen wir natürlich jetzt gerade nicht hin, ne? Oder? Ist das woanders, wo wir hin müssen? So. Genau, da hinten ist. Wir müssen da hinten irgendwie hin. Ins Sierra Madre Foyer. Hier kommen wir nicht mehr. Alter. Hier kommen wir nicht mehr raus, das haben wir gesagt. Hier sind wir erstmal kurzzeitig sicher. Da ist kein Zugang. Verdammte Scheiße. Nur da hinten geht's raus. Wie schaffe ich das? Da hinten sind böse, gemeine Gas und Fallen und hast du nicht gesehen? Und wie mache ich das? Wie mache ich das? Oh Gott. Autoritätsprobleme. Komm. Die haben doch hier überhaupt keinen Sender mehr. Das heißt, die können hier gar nicht rein. Mach die Musik aus. Also, wir haben da drüben haben wir das Radio abgeschalten. Das wissen wir, ne? Jetzt machen wir hier nochmal einen Schnellspeicherungspunkt. Türme aufmachen können die auch nicht. Dazu sind die zu blöd. Ah, Notausgang, okay. Warte mal, stand da nicht irgendwas von wegen... Ha! Wir haben einen Safe. Vielleicht ist da ja ein Schlüssel drin. Dean Dominos Erpresserband. Aha. Keine Ahnung, können wir... Nein, wir sind nicht überladen, oder? Ein Albtraum, ein Albtraum. Das ist alles ein Albtraum. So. Was können wir denn wegwerfen? Die Polizeipistole können wir sicher wegwerfen. Oder irgendwas, was wir hier... Sierra Madre Helm. So, der ist jetzt besser im Schuss. Und wir können wieder laufen. Hä? Wenn sie auch eine wollen, müssen sie was dafür tun? Wer spricht da? So, Daten. Sonstige? Die Erpresserungsbeweise. So. Bild, hübsch. Dean, ich habe dich nicht reinkommen hören. Ich habe meine Tanzschuhe nicht an. Deshalb sind meine Schritte etwas leiser. Dachtest du, ich wäre ein Chinese, den es nach Amerikanerblut dürstet? Dean, wirklich... Was? Keine Umarmung? Komm her. Dean, ich mach mich fertig. Und ich bin bereit. Du singst wie ein Vögelchen, knackst den Safe und wir sind so durch, wie man nur durch sein kann. Dean, ich... Wegen heute Nacht... Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht? Ich bitte Sie um einen kleinen Gefallen und Sie sagen mir Nein? Ich habe nicht Nein gesagt. Ich sagte nur, ich denke nicht, dass... Ganz recht. Du hast nicht mitgedacht. Ich brauche dich nicht. Ich schicke dich zurück auf die Farm. Dann geht es dir noch übler, weil du das Sierra Madre gesehen hast, aber wieder gehen musstest. Ich hätte jede andere Frau mit reichlich Bein aus Hollywood holen können, damit sie Sinclairs Herz zum Schlagen bringt. Du warst einfach diejenige, die ich gefangen habe. Und eigentlich war es ja dein Fehler. Ein bisschen zu viele Meds und schon... Oh, wein doch nicht. Ich will dir nicht wehtun. Nur noch eine Sache. Weniger schmutzig. Weniger aufdringlich. Er vertraut dir, Vera. Ich doch auch. Aber danach, verspreche ich dir, werden
Interessant. Er ist genauso ein mieser Dreckskerl, wie ich ihn immer angenommen habe. So, hier sind immer noch die Hologramme. Das bringt uns irgendwie nicht weiter. Leider. Halt, nein, 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 nein. So machen wir es nicht. Wir machen mal Folgendes. Wir machen mal trotzdem nochmal einen Schnellsta genau. Ein Schnellspeicherungspunkt. Und wir machen Folgendes. Wir schauen mal, was wir reparieren können, falls wir irgendwas aufsammeln, dass ich nicht in die Verlegenheit gerate. Dass ich irgendwie, na, Gewicht plötzlich verlieren muss. Ui, wir haben verringerte TP und kriegen trotzdem. Doch, durch das verschmutzte Wasser muss ich was dazu kriegen. Ja, genau, stimmt. Damals ein paar getrunken, da kriegen wir jetzt schrittweise welche dazu, hoffe ich. Okay. Passt. Damit haben wir wieder Gewicht und können. Ich wollte vorher noch schnell speichern, ich Trottel. F5. Hallo, willst du mich schnell speichern lassen? Blödes Männchen da oben. Schnell speichern, jawohl. Es hat aufgehört! Es hat aufgehört! Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Ah, eine Vulta, sehr schön. Ein Nudelholz. Sierra Madre Chip. Ich glaube, ich brauche kein Nudelholz. So viel. Ah, Veras Backstage-Schlüssel. Sehr schön. Und was ist da drin? Auch nice. Nein. Eine Polizeipistole und da ein Erste-Hilfe-Kasten. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umschauen. Das ist schon viel besser. Ich weiß da nicht, warum man unbedingt eine Toilette mitten in der Umkleide haben muss, aber es wird ja einen höheren Sinn haben. Okay, wir können immerhin bis hierher. Ja, Ruhe, sage ich. So. Puh, dass ich den aber auch so lange übersehen habe, den blöden Lautsprecher, ne? Naja, gut. Der Spind ist leer. Was haben wir hier Schönes? Noch eine Notausgangstür. Ich habe doch mittlerweile den Schlüssel. Ne, zum Backstage-Bereich, genau. Dazu haben wir einen Schlüssel. Was zum verdammter Schrott? Sie haben das Terminal sabotiert, nicht wahr? Ja. Wollten nicht, dass die Sicherheit kommt, was? Ja. Wir werden sehen. Verdammt, hier piept's schon wieder. Ich hasse es, wenn es piept. Oh. Noch eine Polizeipistole. Langsam können wir eine Sammlung aufmachen. So, einfach mal verreparieren. Dann sind wir wieder gut in Schuss. Ein Schnellspeicherungspunkt. Ich liebe die Dinger, ne? Ich habe die vorher nie genutzt. Aber jetzt gerade befinde ich mich in einer brenzligen Situation und das sollten wir dann doch davon Gebrauch machen. Verdammte Scheiße. Das scheiß Radio. Ich habe es in der Ecke gesehen, aber ich konnte nicht mehr abdrücken. Dieses scheiß Radio. Gut, dass wir einen Schnellspeicherungspunkt gemacht haben. So. Einmal raus mit der Polizeipistole. Ah, shit, hier ist immer noch irgendwas. Manches lässt man lieber begraben. Bühnentür erfordert Schlüssel, okay. Ich dachte, es wäre das blöde Radio, aber nein, es ist wieder irgendwas anderes. Ah, ich hasse es. So, Hintergrundsystem abschalten. Okay, Statusbericht. Wunderschön. Es war das Hintergrundmusiksystem, was so gepiepst hat. Okay, was haben wir hier Schönes? Dean Dominus saw her yesterday. Noch mehr Haarklammern und Vieras Hauptschlüssel. Na also. Noch eine Haarklammer.
Der Party-Löwe. Mhm. Noch ein Negligé. Okay, Moment. Jetzt Dean Dominos Saw Her Yesterday. Dieser Holodisk, Dean Dominos Song Saw Her Yesterday. Schade, ich dachte, wir könnten eine Aufnahme vielleicht hören. Aber dem ist nicht so. Noch mehr Haarklammern. Sag mal. Warum war der Hauptschlüssel für den... Okay, muss ich jetzt gerade nicht verstehen. Ah, da könnte wahrscheinlich das Mad-X, was sie genommen hat anscheinend, könnte drin sein. Backstage-Tür, so. Wunderbar. Wir können also einmal im Kreis laufen. Mist. Und zur Bühnentür können wir auch noch nicht. Das ist ja ein bisschen suboptimal, ne? Ich würde nämlich gerne... Warte mal, können wir dann... Backstage, ist das dann da oben? Da, wo wir... Genau, da, wo... da hinten ist es, genau. So, die blöden Security-Wachleute sind da immer noch am Patrouillieren. Den gehen wir mal besser aus dem Weg. Ich bin gar nicht da. Komm, ihr wollt doch mich gar nicht. Gehen wir mal so quer durch. So, komm, Hologramm, geh weg. Es ist gelb, ich bin weg. Tschüss, Hologramm. Geh mir doch nicht auf den Senkel. Schlüssel verwenden, jawohl. Schön wieder schließen, kaputte Sprechanlage. Warum ist die hier überall kaputt? Man weiß es nicht. Ritterliches Sagen. Aktivieren Holoband-Projektor. Holoband-Projektoren können Holoband abspielen. Was möchten Sie tun? Ich möchte Dean Dominos Saw Her, I Saw Her Yesterday abspielen. Einfach, weil es geht. Können wir ja doch hören. Das ist sehr schön. Alles. So. Wir haben wahrscheinlich unglaublich viel schmutziges Wasser oder so ein Mist dabei. Können wir die? Nein, können wir nicht. Schmutziges Wasser, 17 Stück. Das reicht noch nicht mal. So. Aha. Und jetzt kümmere dich um den Ghoul. Meine Geduld ist erschöpft. Ja, ich wollte doch nur mal zuschauen, Mensch. Tür, kein Zugang. Wo ist denn der Backstage-Bereich? Sehe ich den hier auf der lokalen Karte irgendwo? Was ist da unten? Sierra Madre Foyer, okay. Na toll. Das hätte auch verdammt schief gehen können. Fallout ist ja bekanntlich auch nur so ein bisschen verbuggt. Ach, kann ich auch nicht. Keine Tür, kein Zugang. Ach, dann geht's da hinten lang. Nein. Sierra Madre Foyer, das ist doch hier hinten irgendwo, oder? Grobe Richtung. So. Ist doch hier lang, dann hier hinten durch und, ja. Nee. Ist es nicht interessant? Ich will hier wieder raus. Geht das nicht? Ich will hier raus. Ah, okay, ich scheine es gerade nicht zu checken. Aber ist egal, ihr kennt mich ja. Ich bin etwas schwer von Begriffen ab und zu. Vielleicht gehen wir nochmal hier hinten hin. Keinen Zugang. Der Safe ist mittlerweile leer. Eine Arzttasche, die habe ich ganz übersehen. Da drüben ist schon wieder giftiges Gas. Ich hasse es. Den habe ich schon. Bühnentür. Jawohl.
Ja, einfallsreich sind sie, das gebe ich zu. Aber um mich aufzuhalten, braucht es mehr als mit Schlüsseln zu jonglieren und Lautsprecher abzuballern. Nun, ich muss sie nur noch umbringen und dann zum Ausgang hetzen. Falls sie das versuchen, fummeln sie nur an ihrem Halsband rum, bis es explodiert. Vielleicht sollten wir uns also mal unterhalten, genauso wie wir uns damals unterhalten haben, als sie zum ersten Mal in diese Stadt marschiert sind. Ich habe dieses Holoband in ihrem Safe gefunden. Sie sind kein Spieler, also wette ich, dass Sie den Schlüssel für den Ausgang bei sich tragen. Hier ist Schluss, Dean. Geben Sie auf, wollen Sie Ihren eigenen Kopf riskieren, um mich zu töten? Ich habe dieses Holoband in Ihrem Safe gefunden. Sie hören auch nie auf, Casinos auszurauben, oder? Nein. Was ist das für ein Band? Oh, das mit Sinclairs Frau, Vera. Was ist damit? Erwarten Sie jetzt stehende Ovationen von mir? Oh Gott, ist das schlecht übersetzt. Standing Ovations. Ah. Haben Sie Vera Keys dazu erpresst, hier in Sierra Madre einzubrechen? Erpressung ist so ein großes Wort. Ich habe sie gebeten, sie hat ja gesagt und dann hat sie kalte Füße gekriegt. Es war Sinclairs Schuld. Er war so ein leichtes Ziel. Vielleicht dachte sie, es würde zu einfach werden. Tja, spielt auch keine Rolle mehr. Was sollte sie für sie tun? Sinclair hat diese ganze Stadt für sie gebaut. Das gilt auch für die Stimmschlösser. Er wollte dafür sorgen, dass sie Zugang zu allem hat. Und da ich bereits Zugang zu Vera hatte, hatte ich auch Zugang zur Vault. Womit haben Sie sie erpresst? Womit habe ich sie nicht erpresst? Meth-Abhängigkeit, Affären und noch mehr Medikamente. Das übliche Hollywood-Liedchen eben. Wie Sinclair sind alle Menschen für ihr Unglück selbst verantwortlich, lassen sich einfach manipulieren. Und jeder kann kommen und sich nehmen, was er will. Solange sie nur einen Fuß in die Falle setzen. Mach ein paar Bilder von den Leichen im Keller und dieser Mensch spielt sich wie ein Piano. Vera? Maddox war ihr Ding. Hat sich sogar Super Stimpaks gesetzt. Um den Rush beim Abklingen zu haben. Krank. Mhm. Wozu haben Sie sie gebracht? Gebraucht. Weil sie näher an Sinclair herankam, als ich es je konnte. Mhm. Er hat all das für sie gebaut, nachdem die beiden sich zufällig trafen. Ach so, das hast du auch angesehen. Sinclair war schon auf Brautschau. Also musste ich die beiden nur einander vorstellen. Sie lächelte, klimperte mit den Wimpern, zeigte etwas Bein. Und er hat all das für sie gebaut. Als Scherz machte er sie zum Schlüssel zur Vault. Wegen ihres Namens. Ihres ausgedachten Hollywood-Namens. Aber Sinclair wusste nicht, dass ich ihm bei ihr zuvor gekommen war. Sie war wie Wachs in meinen Händen. Nur weiter. Sie musste nur zur Gala in Sierra Madre kommen und dann die Tür mit ihrer Stimme öffnen. Der Rest wäre ein Kinderspiel gewesen. Es wäre der größte Raub der Geschichte geworden. Sinclair hätte im Regen gestanden. Ruiniert. Was ist passiert? Die Bomben sind wahrscheinlich gefallen, oder? Die Bombe. Vera wurde hier eingeschlossen. Ein paar Jahrhunderte vergehen. Das wäre fast das Ende der Geschichte. Aber dann kommen sie daher. Jetzt bringen wir die Sache zu Ende. Rauben das Sierra Madre aus, reißen ihm das Herz raus. Das letzte Kapitel im Leben von Frederick Sinclair. Was für ein Problem hatten Sie mit Sinclair? Problem? Diese Hochnäsigkeit, alle wie seine Knechte zu behandeln, so zu tun, als ob niemand ihm was könnte. Er hatte das Problem, nicht ich. Hat sich nie über irgendwas aufgeregt. Nichts schien ihn je zu erschüttern. Sogar nachdem sein Leben immer wieder durch den Schmutz gezogen wurde. Suchte in allem ständig nach einer strahlenden, leuchtenden Zukunft. Also entschloss ich mich,
ihm alles wegzunehmen. Aber was hat er Ihnen getan? Mir angetan? Was? Haben Sie nicht zugehört? Er hat sich für was Besseres gehalten als mich. Glauben Sie mir nicht? Sehen Sie sich doch mal um. Dieses riesige Casino, dieses kolossale Monument. Meinen Sie, dass das nur für eine Frau wäre? Nein, das passt perfekt zu ihm und seinem gewaltigen Ego. Jemand musste ihn mal von seinem hohen Ross holen. Neu anfangen? Von manchen Sachen erholt man sich nicht. Das wollte ich beweisen. Also, dass ich das hier mal richtig verstehe. Team Domino hat ein unglaublich großes Ego und Sinclair hat irgendwie ihn zu sich eingeladen, dass er bei ihm singt. Und weil Sinclair anscheinend Geld wie Heu hatte und das hier alles aufgebaut hat, hat sich Dean beleidigt gefühlt. Weil er sein Ego gekränkt hat. Irgendwie schon ein bisschen. Ja. Ich weiß auch nicht. Klingt irgendwie wie so ein Groschenroman. Sie wollen es jetzt beweisen? Wie? Ich habe es anfangs nicht mal kapiert. Der alte Mann tauchte auf. Sie tauchten auf. Dann tauchte diese Frau auf, die mit Narben übersät war. Die immer nur Handzeichen macht und den Mund nicht ordentlich aufkriegt. Ich steckte sie in die Klinik. Stimmte sie wie ein Instrument. Wenn sie ausgeheilt ist, dann wird es nicht mehr ihre Stimme sein, mit der sie spricht. Das heißt, falls das Sierra Madre sie nicht erwischt hat. Wenn doch, tja, es gibt noch genug Vira, um daraus ein neues Buch zusammenzustückeln. Ach, interessant. Das heißt, Dean hat sie in diesen komischen, defekten manipulierten Autodock gesteckt und wollte ihr anscheinend die Stimmbänder von Vira einsetzen, damit er Zugang zu Walt bekommt. Okay, und wenn sie jetzt noch lebt? Dann kann sie wunderschöne Musik machen, aber ich setze nicht drauf. Kurz gesagt, wenn man Vira Keys Lieder in die richtige Reihenfolge bringt, dann macht das Sierra Madre die Beine breit und wir sind im Geschäft. Das war alles, was ich wissen wollte. Bereit zu sterben? Immer diese Fragerei, wenn es Zeit zum Ballern ist. Sie sind echt was ganz Besonderes. Das gebe ich gerne zu. Sie mussten ihre Nase... Alles geht mir zu langsam. Diese scheiß Polizeipistole. Oh, ein Martini. Weißt du was? Messerspeer raus. Ach komm, es ist wirklich eine Nahkampfwaffe. So. Schluss hier. Dean ist gestorben, jawohl. So. Ah! Raus hier. Ihr habt eines der Stockwerke zurückerobert. Gut. Gut. Nun auf ins Musikarchiv. Noch zwei. Ja, ist ja recht. So. Ich würde aber gerne nochmal Dean Domino looten. So, was können wir denn? Wir könnten Energiewaffen theoretisch mal auf 100 bringen, das wäre ganz nett. Oder aber, ich nehme Dietrich. Ne, Dietrich ist schon auf 100, das ist die einzige, die wir auf 100 haben. Okay, interessant. Schusswaffen, komm. Nutzen wir in letzter Zeit auch ein bisschen häufiger. Sprache ist immer geil. So, damit haben wir noch 5 Stück übrig. Oh, das ist die letzte Stufe. Ah, okay. Das heißt, wir sollten uns mal entscheiden, was wir machen. Wissenschaft wäre geil, wenn wir hoch hätten. Haben wir hoch. Haben wir bereits hoch. Okay, lassen wir mal so. Schusswaffen auf 85 ist auch nicht schlecht. Reparieren.
Müssten wir eigentlich auch alles schaffen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Falschen ist wichtig. Da gehen wir mal auf 90. Und damit sind wir eigentlich fast durch, ne? Gehen wir mal auf Wissenschaft nochmal auf 92. Sprengstoff brauchen wir fast nie. Medizin. Ja, lassen wir mal so. Damit müssen wir das Max-Level, glaube ich, erreicht haben. Ich habe hier Sierra Madre-Chips übersehen. Ich speichere jetzt und versuche mal nochmal Dean zu looten. Wenn dann das Halsband das Piepen anfängt, wissen wir Bescheid. Irgendwie Dungeon-Musik, warum? So, nochmal zwei Stimpaks. So. Hier ist alles ruhig, das ist in Ordnung. Okay, komisch. Sehr merkwürdig. Und auf der Bühne wollte ich mich eigentlich auch nochmal umsehen. Dean Smoking. Was bringt denn der? Sprache plus 5. Bühnenterminal erfordert Schlüssel, okay. Ein verstärkter Sierra Madre-Helm, den können wir mal mit unserem reparieren. Waffen. Kleidung. Schon besser. Kreuz Ass, Sierra Madre. Sehr schön. Hier können wir im Kreis laufen. Okay. Okay, da geht's nicht lang. Okay, ich habe mir jetzt eigentlich mehr erhofft vom Looten von ihm, aber klar. Hier haben wir einen Schlüssel erfordert. Okay. Hier ist so ein blöder Lautsprecher. Hologrammsender. Sender abschalten. So. Wunderschön. Okay. Damit sind wir hier, glaube ich, fertig. So, okay. Raus hier. Hier hinten ist auch nichts mehr. Ne, da kommen wir nur noch auf die Bühne. Was macht die so merkwürdige Geräusche? Das ist doch. Das ist erst das ist total gruselig. Zweitens, ja, ich weiß es auch nicht. Oh! Ja, das erklärt das natürlich. Was hier so komische Geräusche macht. Und warum sind die aber hier? Das verstehe ich nicht. So. Komm, bleib halt hier. Oh. Treffen wir nicht. Jetzt aber. Holy shit, den haben wir erledigt. Können wir den durchsuchen? Ja, okay, also er ist wirklich tot. Ernsthaft wegen dieser einen blöden Gasbombe bin ich jetzt überladen, oder was? Söldner-Veteranen-Outfit braucht kein Mensch, der ist eben dermaßen scheiße. Warum habe ich eine getönte Lesebrille dabei? Ich habe das Gefühl, ich kann richtig viel aussortieren. Der Platin-Chip. Entertainer-Pass. Wir dürfen entertainen. Warum haben wir so viel Mist dabei? Ach, die Fokussierungslinse. Zum Glück. Ein violettes Gehirn, jawohl. Vorkriegsgeld 33, wiegt auch nichts. Zeichen Caesars. Zündflamme. Okay. Hallo, da ist ja der Nächste. Auch den Kopf weggeschossen. Ich hoffe, ihr steht nicht mehr auf, ne? Ah, jetzt habe ich wieder so viel Müll dabei. Bärenfallenfaust. Können wir die nicht reparieren? Na, dann schmeißen wir sie weg. Ich hasse das Teil. Komm, werfen wir mal 8 Stück weg. Schaden tut's nicht. Ein bisschen Gewicht verlieren. Au. Geisterernter ist bewusstlos. Na wunderbar. Ich
glaube, du wirst keine Geister mehr ernten. Das Ding ist, sammelt sich effektiv gegen die Teile. Und ich höre sie auch nicht mehr. Gut. Wunderschön. Oh Gott, ist die Folge lang geworden. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, die nächste Folge wird dafür kürzer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein Stockwerk zurückerobern können. Also, bis denne. Tschüss.